Sudele Bastelzeit und heute mal wieder mit Zigbee. Hoffe ich jedenfalls. Denn was ich mir geholt habe, ich habe eine Lampe, die möchte ich gerne so ein bisschen steuern. Und naja, versuchen wir es mal. Das hier ist offensichtlich ein Smart Zigbee Light. Okay, Zigbee. Ne? Das Ganze ist, wie wir sehen können, eine E27-Fassung mit hier so ein bisschen Dom und offenbar können wir die Farbe einstellen. Das Ding hier über eine deutsche Handelsplattform gekauft, aber Überraschung, wenn wir drüber gucken. Natürlich made in China. Ich denke, war auch schon soweit klar. Wir sehen auch den typischen Sticker, den man so von der China-Ware kennt. Ja, Compatibility mit, keine Ahnung, was das hier ist, irgendwas mit Everything. Wir haben auf jeden Fall Tuya dabei, Philips Hue, Osram, Samsung und nochmal Osram. Philips Hue basiert auf Zigbee, bin ich mir relativ sicher. Tuya nutzt Zigbee und was auch immer das hier ist, ja, wird schon passen. Und ja, auf der anderen Seite nicht viel zu sehen. Und was haben wir hier? Sekunde mal. Also, ja, dimmable, okay, set timers, remote control, voice control, energy saving, aber Wi-Fi connection? Wieso Wi-Fi? Ich dachte Zigbee. Ja, works with everything, also hier Alexa und if this then that, Google Assistant und was auch immer das außenrum sein soll. Na gut, gucken wir mal, was wir bekommen. Offensichtlich eine Birne, wenigstens das ist drin, kein Sand. Und wenn wir die mal hier raus operieren, zack. Da haben wir es. So, das ist noch eine Anleitung. Gucken wir gleich. Ja, viel zu sagen ist nicht Standardaufbau. Wir haben. Okay. Wir haben hier oben unseren Sockel aus Plastik ausgeführt. Ja, Plastik. Dann haben wir hier ein undurchsichtiges Plastikteil und nochmal eine Plastikkugel oben drauf. Weswegen ich jetzt gerade so gezögert habe, achtet mal drauf. Irgendwas ist da drin lose. Ja, da. Das ist eine LED? Euer Ernst? Also, ich weiß, man kann es jetzt in der Kamera nicht sehen, aber ich sehe, es ist ein viereckiges Teil, was da liegt. Ha, es geht ja gut los. Auch an der Seite hier sehe ich gerade, hier guckt ein Draht raus. Das ist dann wohl, wo sie das Ding eingebaut haben. Direktes Sicherheitsproblem sehe ich so nicht, weil ich meine, wir haben überall Plastik, das heißt, man kann nirgendwo dran packen, wo Strom rauskommen könnte. Ist halt bei hier diesen Fassungen, na, ist eher die Fassung das Problem als das Licht. Na gut, gucken wir mal, was die Anleitung sagt. Eine Seite nur. Zigbee Smart Bulb Instructions. Connect to assist Alexa. Power on the bulb. Ask Alexa discover devices. Light flashes once it's connected. Okay. Wie mache ich den Pairing Mode wieder an, wenn ich es reconnecten will? Connect to you. Power up the bulb. Go to settings. Connect to smart things. Power up the bulb. Bulb breathe 3 times and then enter the configuration state. Okay. Das klingt mir so dreimal aus und an- und ausschalten. Und dann geht er hin. Das könnte hinkommen. Parameter. Wir haben hier eine RA über 80. Oh, RF-Standard Zigbee. Okay, 2,4G EEE 802.15.4, also kein Wi-Fi. Das ist doch mal nett. Könnten wir doch Glück haben. 12 Monate Garantie, Lifetime Technical Support. Default Setting ist warm, weiß mit 100% Brightness und Pairing Mode. Delete the bulb from the app, it flashes 2 times and to go to Pairing Mode. Also dann wird es wirklich sein, ausschalten, einschalten zweimal, dann geht er in Pairing. Reset the bulb. Power it off and on 5 times. Compatible with Zigbee 3.0 Hub. Okay, safety warning. Indoor use only. Should not be exposed to dripping or splashing water or any danger sources. Hi, ich bin eine Danger Source, jedenfalls für Geräte. Device should only be installed by adults. Ja, bin ich bei hier diesen wunderschönen Schraubdingern sehr dafür, weil man kann halt in die Fassung reinpacken, wenn keine Lampe da ist. Do not install near any heat sources. Naja, üblicherweise sind die Lampen die Heat Source, also sollte passen. Do not use with dimmers. Klar. Do not use this device in totally enclosed luminaries.
In Open Luminaries Only. Okay, also man darf es nicht in Lampen verbauen, die komplett geschlossen sind. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das Ding ein bisschen zu warm wird. Ja, prinzipiell okay aus der LED, die hier drin liegt. Ich gehe mal gerade mein Handy holen und ein Foto machen, bevor wir dann gleich mal hier den Support anhauen. So, soll da eine LED-Lose drin liegen? Okay, Bilder gemacht und ich habe jetzt keine wirkliche Lust, da irgendetwas einzustecken, solange ich nicht weiß, was das ist, was da lose ist. Also gucken wir mal. Meistens geht hier unten dieser Pinöckel raus. Sieht jetzt hier auch gut aus. Ja, Big Life hat mich gut gelehrt, oder wie war das? Dann haben wir hier unser Draht. Und ja, dummerweise geht der Rest aber nicht raus. Der ist hier leider gekrimmt, wie es aussieht. Ich dachte, der wäre geschraubt. Sieht nicht so aus. Na, dann gibt das wohl keinen. Dann machen wir den wieder rein. Probieren unser Glück an der anderen Seite. Zack. Mal gucken, ob wir den hier überzeugt bekommen, abzugehen. Sieht im Moment nach eher nein aus. Brauchen wir da etwa Gewalt? Okay, jetzt lose ist es. Und was haben wir? Tada! Es ist nur ein Plastikteil. Dafür der Aufwand. Ja. Okay, also das hier ist nur ein Plastikteil. Ich fühle mich betrogen. Da sind noch mehr Plastikteile drin. Okay, was haben wir denn hier an Bord? Lasst mal schauen. Wir haben, wie es aussieht, einen Ring außen mit weißen LEDs, kaltweiß und warmweiß. Und in der Mitte würde ich fast schätzen, dass das dann RGB-LEDs sind für die Farbeffekte. Wir haben Vorwiderstände jede Menge. 361, 361, 361, 361, 511. Das werden dann wahrscheinlich die Vorwiderstände, hätte ich fast gesagt, für RGB sein. RGB einfach, weil Grün und Blau relativ gut sind. Bei Rot braucht man einen größeren Widerstand, sonst wird der deutlich heller. Einfach, weil Rot eine deutlich geringere Spannung benötigt. Das hat mit der Chemie zu tun, mit den Stoffen, die man einsetzt. Dann haben wir hier ein paar 2 Ohm Widerstände außenrum verteilt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das die Vorwiderstände für die hier sind. Und was wir auch drin haben, ist jede Menge Schmuh. Wie ihr sehen könnt, das ist ein Silikon. Gucken wir mal, ob wir das hier rausbekommen. Dann können wir da reingucken. Was wir auch schon sehen, hier sehen wir eventuell da so ein Modul FL-M73V1 mit einer Antenne. Das dürfte wohl unsere Receiver-Antenne für Zigbee sein. Eigentlich gar kein so schlechtes Design, dass das hier oben rausguckt. So schön, die Lampen hängen ja meistens an der Decke oder stehen irgendwie. Und ja, hier so die Antenne im Plastik, das ist nicht schlecht. Da hat man kein Metall dazwischen. Das ist, gefällt mir bisher sogar. Also abgesehen von diesem kleinen Problem, dass da Plastik irgendwie rumfliegt, was da nicht hingehört, würde ich dem jetzt noch nicht mal so eine schlechte Note erstmal ausstellen. Klar, es ist Billigzeugs, brauche nicht drüber zu reden. Und naja, wie gut dann der Rest ist, gucken wir jetzt mal, ob wir das sehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass man beim letzten Teil auch gespart hat, aber man hat sich zumindest ein bisschen Gedanken gemacht. Oder halt ein Design, wo sich Gedanken gemacht wurde, zumindest kopiert. Ist ja auch nicht selbstverständlich. So, reicht das. Also, was wir hier in der Mitte noch haben, ist Heißkleber auf einem Stecker, der hier 1, 2, 3, 4, 8, 8 Pins nach hier oben macht. 8, 1, 2, 5, 5 Pins brauchen wir für die Farben. RGB plus dann die beiden weiß und dann natürlich noch ein wahrscheinlich VCC oder Ground. Und jetzt dachte ich hier so schön, die schwarzen Punkte wären Löcher, wo ich reinkomme. Sind sie nicht. Bin ich wohl auch wieder betrogen worden. Gucken wir mal, ob wir das hier so hinkriegen. Theoretisch müsste es so ja rausgehen, ist ja nur gesteckt. Und? Ja, das sieht gut aus. Okay, das ist jetzt meine andere Lampe, wo der Akku leer geht. Deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Und so war ja noch nicht eingesteckt, also theoretisch sollte hier keine Gefahr von ausgehen. Aber das Innere. Okay. Versuchen wir die mal hier auszustecken. Mal gucken, ob das geht.
Ich glaube, der Heißkleber verhindert das. Na gut, ich gehe mal gerade mir einen anderen Akku für meine Lampe holen. Dann gucken wir weiter. Okay, dann schauen wir mal. Wenn wir unten reingucken, dann haben wir erstmal zwei Drähte, die hochkommen. Einmal von ganz unten, einmal vom Sockel. Der von unten, der geht auf N, der vom Sockel geht auf L. Eigentlich ist es andersrum. Normalerweise sollte das hier N sein, das hier L sein, sodass, wenn man in die Fassung irgendwie außen dran kommt beim Reinschrauben, man nicht in die Phase packt. Das kann wehtun. Ist hier offenbar nicht der Fall. Oder es ist prinzipiell egal, die Beschriftung ist nur falsch rum. Technisch macht es nichts aus, ist ja nichts da, was man berühren kann. Von da aus geht es auf einen Widerstand. Braun, schwarz, gold. Müsste ein halbes Ohm, glaube ich, sein. Der wird wahrscheinlich dann auch als Sicherung genutzt. Dahinter haben wir 10 Mikrofarad bei 400 Volt. Einen Kondensator, um das zu glätten. Wir sehen einen Übertrager mit einer Spule und noch ein paar Elkos. Also können wir, denke ich, sehr stark davon ausgehen, dass auf der Rückseite da noch irgendein IC sitzt, der hier Schaltnetzteil spielt. Was haben wir noch? Wir haben hier den IC. Mal gucken, ob wir da was erkennen können. Das ist ein CC2530. Wieso ich gerade lache? Ich hatte doch so ein schönes Video gemacht, wo ich mir selber ein Zigbee-Gateway geflasht habe mit einem alten Ding. Und der hatte den CC2531, also im Prinzip derselbe Chip, nur mit USB. Der hier hat kein USB. Also man hat diesen Universalchip hier genommen mit entsprechender jede Menge Hühnerfutter. Und der ist hier im Prinzip der Controller. Da wird dann auch die entsprechende Firmware drauf sein. Wie wir sehen können, das ist ein fertiges Board, was hier einfach drauf gemacht ist. Diesen Stil kennt man ja zum Beispiel auch von den ESP8266 oder ESP12 heißen die dann meistens. Oder 12E inzwischen. Das ist einfach hier drauf gelötet. Das spart natürlich eine Menge Entwicklungsaufwand. Man kann hier diese Netzteilplatine einfach als Netzteil bauen, die Pads vorsehen und muss sich aber nicht um so High-Frequency-Stuff wie zum Beispiel die Antenne kümmern, was halt auch teilweise sehr hässlich werden kann. Und ja, dann hier oben, wie gesagt, die 8 Pins, die rübergehen. Drehen wir mal rum. Was haben wir da? Ja, auch noch einiges. Wir haben hier unten einen Full-Bridge-Rectifier, also der Vollbrücken-Gleichrichter. Ist das verbunden? Ich würde schätzen, dass es verbunden ist. Wenn es das ist, dann haben wir hier zweimal einen Widerstand über den Kondensator zum Entladen. Das wäre natürlich gar nicht mal so schlecht, denn dieses Kondensator-Entladen ist durchaus eine Sache, wo einige dann nur einen Widerstand hinmachen, aber meistens haben die hier in der Größe nur so 250 Volt an Spannungsfestigkeit. Und ein deutsches AC 230 Volt ist zwar eigentlich jetzt erstmal, könnte man meinen, unter 250 Volt, aber nach der Gleichrichtung und Glättung und so sind wir dann eher so bei über 300 Volt. Deswegen zwei Stück hintereinander, ganz gut. Dann haben wir hier einen IC und der ist sogar, die sind sogar alle lesbar. Ich bin gerade sehr überrascht. Was haben wir denn da? Das ist ein KPI0165PAMLE3.1L2101. Ich würde davon ausgehen, dass das dann tatsächlich unser Schaltregler ist. Einfach weil er direkt hier in der Ecke ist. Außerdem haben wir noch den hier, da sind jede Menge Pins verbunden. Könnte ein MOSFET sein, mit großer Wahrscheinlichkeit. Oder ein integrierter Controller, lasst mal schauen. KP21263SG CMAX5V1K5201. Okay. Dazu haben wir dann hier unten noch die Teile, die oben gefehlt haben, sprich die ganzen Dioden hier, die Rücklaufdiode für die entsprechende Stromversorgung. Und was ich gerade auch sehe, wir haben nur zwei Pins, das heißt, das hier ist nicht, wie ich erst gesagt habe, ein Übertrager, sondern anscheinend nur eine Spule. Ja, scheint so, dass das nur eine Spule ist. Okay, ist eigentlich eine unschöne Sache, weil das heißt, dass hier hinten auch Netzspannung drauf ist, aber naja, beim Plastik drüber
Wird also auch nicht so direkt benötigt, die Trennung. Man kann ja nichts anpacken. Das hatten wir auch schon bei anderen Dingen gesehen. Was haben wir noch hier hinten? Nicht viel. Wir haben jede Menge Transistoren. 1, 2, 3, 4, 5. Na, könnte das R, G, B, warmweiß, kaltweiß sein? Ich glaube, die Antwort ist ja. Und von da aus geht es dann entsprechend auf die Pins. Oh, sieht jetzt auch alles erstmal nicht so schlecht aus, wollte ich sagen. Warum ich O sage? Tatsächlich ist das Gehäuse hier in Metall gehalten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Innenteil vom Gehäuse ist Metall. Und wieso? Das ist dann so ein bisschen zweifelhaft. Auf der einen Seite, wir sehen, nach unten ist es nicht verbunden. Das heißt also, wahrscheinlich keine Verbindung hier zum Neutral oder laut deren Aufschrift Phase. Nach außen ohnehin ja Plastik drüber. Ich könnte mir vorstellen, dass der Plan ist, dass die LEDs, die sind auch hier auf einem Aluminiumboard, das heißt, hier hinten ist Alu drauf auf der Rückseite. Wenn die LEDs an sind, dann werden die natürlich entsprechend warm. Die Hitze geht auf das Alu und ich könnte mir vorstellen, dass man hier darauf setzt, dass über diesen Rand hier die Hitze dann auch, vor allen Dingen, wenn das Ding kopfüber hängt, in diesen Sockel reinzieht und dieser komplette Sockel außenrum dann noch als so kleiner Kühlkörper dient. Das ist auch jetzt nicht unbedingt schlechtes Design, auch wenn ich nicht glaube, dass hier ohne Wärmeleitpaste oder irgendetwas, was da wirklich den Kontakt herstellt, die Übertragung da so berauschend sein dürfte. Na gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, es sieht ganz gut aus. Ich sehe immer noch nichts, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Klar, billig Elkos, aber immerhin Low ESR steht drauf. Oh, das sind sogar PET. Okay, ja gut, lassen wir das. Was mich gerade ein bisschen verwirrt, wir hatten ja hier das Plastikteil. Das ist auch hartes Plastik, also es ist nicht irgendwas hier von dem Silikon, was da benutzt wurde. Aber hier unten, das sieht mir eigentlich alles in Ordnung aus. Das sieht nicht so aus, ob da etwas abgebrochen wäre. Keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Sieht mir jetzt auf jeden Fall erstmal alles in Ordnung aus. Auch die Platine ist unten nochmal in zwei Laschen drin, sodass die nicht allzu viel hin und her schleudern dürfte. Das heißt also, keine Ahnung, wo das herkommt. Bauen wir das mal wieder hier ein. Die Pins sind auch alle drin. Ja, das müsste so passen. Die Lampe im Übrigen auch. Wie wir sehen können, die ist da auch verklebt. Plus hat so eine Lippe außenrum, die das Ganze dann drin hält. Also, wie habt ihr eben gesehen, sie fällt auf jeden Fall nicht direkt auseinander. Also, machen wir wieder Clip. Zack, ist wieder fest. Geht jetzt wahrscheinlich beim nächsten Mal ein bisschen einfacher ab, weil der Kleber nicht mehr da ist. Aber was mich ja interessieren dürfte, klappt das Ding auch. Also ich suche mir mal eine Fassung und dann gucken wir mal, ob das Ding tatsächlich Zigbee spricht. Ich gehe jetzt zwar inzwischen sehr, sehr von ja aus. Der Chip, den wir hier drin gesehen haben, ist ja ein Zigbee-Chip. Wieso ist der jetzt schon wieder an? Okay, jetzt. Dann haben wir den Fehler jetzt zum zweiten Mal behoben. Was ich eben eigentlich sagen wollte, der Chip, den wir hier drin haben, ist ja eindeutig ein Chip, der für Zigbee auch gedacht ist. Also von daher, oder 802.15.3 war es, glaube ich. Ich gehe nicht davon aus, dass das Ding hier wirklich Zigbee zertifiziert ist. Aber, ja, sieht gut aus. Müsste jetzt hoffentlich funktionieren. Nee. Also, Lampe testen. Jetzt könnte man natürlich einfach hier die Kabel dran halten, aber mir wurde gesagt, das Ganze wäre ein bisschen zu gefährlich. Naja, ich würde sagen, das tragen wir dann mit Fassung. Also, nehmen wir uns mal diese hier. Ja, was haben wir hier drin? Eine relativ dreckige Osram 60 Watt Kleinpunktheizung. Gucken wir erstmal, ob die Fassung funktioniert. Klemmen wir das mal hier an. So, so. Hinhalten. Finger weg und Strom an und Überraschung, hell, jep, und nicht nur hell, sondern auch ein bisschen warm. Dann machen wir das mal weg und gucken, was er zu unserer Smart Bulb sagt. Die sollte auf jeden Fall nicht so hell in Richtung Kamera sein, einfach weil sie nach vorne abstrahlt. Das habe ich allerdings auch absichtlich oder ist für die Lampe, wo ich es einsetzen möchte, sinnvoll. Ups. Nee, du sollst nicht abgehen. So, wenn wir jetzt einschalten, da stand ja etwas davon, dass das Ding, wie war's, mit Warmweiß losläuft.
Also gucken wir mal, Warmweiß 100% und nichts. Wow, ach, okay, jetzt. Jetzt ist sie so am Dingsen und ich sehe, bei Zigbee ist tatsächlich ein Device gejoint. Hier ist sie. Zigbee-Hersteller ist EWE Lite, Modellnummer ZB-CL01. Gerätetyp ist tatsächlich Router, das finde ich so meh. Einfach weil, so eine Lampe wird häufig ausgeschaltet. Na gut, Hersteller selber, hier unten nochmal Lonsonho und das Ganze ZB-RGB-CW für Cold White. Ich hätte jetzt das eher als Warmweiß bezeichnet. Okay, schauen wir mal, was wir so exposen. Oh ja, State on Off, Brightness, Color Temperature, Color XY und die Link Quality. Okay, das sieht gut aus. Und spezifische Einstellungen, Übergangszeit in Sekunden von ein aus, Helligkeit, Farbtemperatur. Dann versuchen wir uns mal. Off. Also off ist das hier aktuell nicht. On. Wie geht denn die die Helligkeit zu regeln funktioniert zumindest. Wir sehen allerdings auch, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu sehen ist, aber gerade im dunklen Bereich haben wir sehr sichtbare Schritte. Ja, sieht man auf jeden Fall. Aber sie dimmt. Das ist ja schon mal was. Jetzt können wir mal gucken. Das hier ist jetzt neutral. Okay, also wenn ich auf cool gehe, da sehe ich auf jeden Fall, dass sich die Farbe ändert. Ah, jetzt. Okay, warmest. Color XY, Farbe des Leuchtmittels im CIE 1931 Farbraum. Okay, rot. Okay, sie kann rot leuchten, aber ehrlich gesagt, es ist sehr dunkel. Achso, Moment, wir sind noch gedimmt. Machen wir das mal hier auf Vollstoff. Ah, okay. Wobei das Rot gerade mehr pink ist, aber gut. Was haben wir noch? Orange. Boah, das ist mehr gelb. Gelb ist mehr Richtung grün. Grün ist wenigstens grün. Blau. Jo. Und Purple ist ein Purple. So, jetzt machen wir gerade nochmal von Purple auf Rot. Ja, es ist eine Änderung da. Okay. Kann ich mitleben. Kann man sonst noch? Ah ja, hier gibt es auch einen richtigen Color Picker. Dann können wir auch beliebige Farben hier mehr oder weniger wählen. Fein. Okay, ich würde sagen, prinzipiell funktioniert dieses Smart Bulb dann auch. Okay, die Farben sind deutlich dunkler, als wenn man hier einfach die Color Temperature setzt und dann das Ganze als Lampe benutzt. Also die Farben sind wirklich nur als Effekt gedacht und das Kaltweiß und Warmweiß ist dann das, was zur Beleuchtung gedacht ist. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass er funktioniert und das Einzige, was nicht so ganz funktioniert, war hier das On-Off. Also wenn ich hier auf Off gehe, da tut sich nichts. Andererseits, ich denke, ich kann damit leben. Zum einen, die Lampe kann man ausschalten, indem man den Strom ausschaltet. Die meisten Fassungen haben ja einen Schalter. Und zum Zweiten, selbst wenn On-Off jetzt nicht funktioniert, dann könnte ich das ja in der Haussteuerung emulieren, indem ich einfach die Brightness auf 0 setze. Ja, oder auch nicht. Die nimmt er nämlich nicht. Was passiert denn, wenn ich Brightness 1 mache? Dann glimmt er wahrscheinlich noch so ein bisschen. Bin mir nicht sicher. Ich mache mal gerade aus und dann gucken wir mal, wie es aussieht im Inneren. Was ich sagen kann, es wird auf jeden Fall am Sockel warm. Come on. Okay, jetzt dürften wir auch was sehen. Also Strom an. Und ich habe die Befürchtung, das ist unser 1%. Ich denke, hier so kann man sehen, das ist jetzt cool. Das hier ist neutral und das hier ist gemischt. Wunderschön. Ich weiß zwar jetzt nicht, jetzt fadet er auf einmal wieder. Hat er eben nicht gemacht.
Das sind auf jeden Fall die. Und dann können wir entsprechend die inneren benutzen, um dann die Effektfarben zu machen, die, wie gesagt, deutlich dunkler sind. Das sind ja auch weniger LEDs. Einfach nur zum Effekt. Wunderschön. Ja, gehen wir gerade nochmal auf die 1%. Und na, bei 1% ist er tatsächlich aus. Ich sehe jedenfalls nichts mehr. Und 0 würde er die Lampe ausschalten, was aber irgendwie nicht funktioniert. Na gut. Also, Lampe check, macht Licht check und ist per Zigbee steuerbar, auch check. Heißt also eigentlich ja alles toll. Ne? Und es ist auch ungefähr das, was ich haben wollte. Denn mein Grund, das zu kaufen, war, ich wollte eine Lampe, die ich dimmen kann. Die Farben waren mir erstmal egal, aber weißes Licht und dimmen ist gut. Problem ist, naja, war gut. Denn aktuell sieht das Ganze hier so aus. Ist auf der Kamera schwer zu zeigen, weil hier noch irgendwelche PWM-Effekte reinkommen. Obwohl es 100% Helligkeit ist. Aber glaubt mir einfach, das Ding flackert auch, wenn man mit den Augen drauf guckt. Und das ist leider ein relativ bekannter Fehler von so LEDs. Denn, naja, wenn man eine LED von einem fertigen Hersteller kauft, dann gehen die meistens hin und sagen sich, LED, je mehr Strom ich drauf gebe, desto heller wird's. Also machen wir doch noch ein bisschen mehr Strom. Und ja, das ist dann schön hell, hat aber den Nachteil, für ein bisschen mehr Helligkeit kriegt man eine sehr, sehr deutlich verkürzte Lebensdauer. Dann bekommt man diesen wunderschönen Effekt, naja, alles ist in Ordnung, man schaltet die Lampe an, dann geht die LED an, wird warm und dadurch, dass die Materialien schon ein bisschen vorgeschädigt sind durch die ganze Hitze, dehnt sich das aus, die Verbindung reißt elektrisch ab, LED geht aus, kühlt wieder ab, alles zieht sich zusammen, gibt wieder elektrischen Kontakt und schon hat man dieses Flackern. Das ließe sich eigentlich relativ einfach vermeiden, indem man einfach die Dinger nicht so hell stellt. Wenn man also dieselbe Helligkeit haben möchte, müsste man einfach mehr LEDs verbauen. Aber ja, leider, viele machen es nicht. Bei mir hat das Ganze jetzt hier etwa ein halbes Jahr gehalten. Ich kann jetzt natürlich nicht 100% sagen, dass es wirklich die Lampe ist, weil hey, ich hatte sie auseinander. Es kann natürlich sein, dass da irgendwas mit der Wärmeabfuhr nicht mehr ganz so dolle war, aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht, denn der Sockel war halt warm, also die Hitzeabfuhr hat anscheinend funktioniert. Ich hatte das Ding auch in einem Bereich, wo gelüftet ist, also da ist jetzt nicht, dass irgendwie mit Hitzestau das Problem ist. Und ich habe die dumme Befürchtung, dass das dann eher von der Bauart ist, und es dann auch bei anderen dazu kommen dürfte, dass die LEDs eher schnell im Müll landen können. Und das ist ein bisschen schade, denn naja, abgesehen von diesem ist zu hell, sah das Ding halt so aus, als ob es durchaus ein bisschen was durchhalten kann. Ich werde jetzt einfach hingehen, werde die kaputte LED, die, wenn ich sie finde, ersetzen und dann irgendwie in Software die diesen Helligkeitsschieber ein bisschen limitieren, dass ich es nicht zu hell machen kann. Dann sollte die wieder ein Stück durchhalten, aber ist schade, dass man hier diesen Weg gegangen ist und es zu diesem Fehler hier zumindest mal bei mir gekommen ist. Ansonsten, ja, ihr habt ja gesehen, als Lampe, die dimmbar ist, durchaus nutzbar. Die Farben sind mir persönlich zu dunkel, also das ist nicht wirklich nutzbar. Aber was wirklich dann enttäuschend ist, ist wie gesagt die Haltbarkeit, die bei mir nicht gegeben war. So oder so, zumindest mal, wenn sie nicht direkt kaputt geht und man sich bei der Helligkeit wahrscheinlich was zurückhält, dürfte so hoffentlich auch längere Zeit das tun, was es soll.